Es war angerichtet in der Vorarlberghalle. Die FBI VU Feldkirch matchte sich mit Slavia Laibach. Die 1278 Zuschauer mussten dann auch nicht lange auf den ersten Treffer warten. Bereits in der vierten Spielminute knallte Winzig die Hartgummischeibe aus vollem Lauf zur Führung in die Maschen. Der Jubel über den frühen Führungstreffer war kaum verstummt. Da klingelte es bereits zum zweiten Mal im Tor der Slowenen. Grasböck traf und brachte seine Mannschaft mit 2:0 in Front. Dann die VU in Überzahl. Haller musste auf die Strafbank, Feldkirch also mit einem Mann mehr auf dem Eis und mit zahlreichen Chancen. Dann aber eine Unachtsamkeit. Die Montfortstädter vergaßen den von der Strafbank zurückhaltenden Slowenen. Haller nutzte den Alleingang eiskalt und verkürzte auf 2:1. Die Hausherren agierten aber postwendend. Draschkowitz traf 3 Minuten vor Ende des ersten Spielabschnitts und stellte so den 2-Tore-Vorsprung wieder her. Spielstand nach 20 Minuten also 3:1. Im Mittelabschnitt eigentlich dasselbe Bild, Feldkirch mit einem Angriff nach dem anderen. Und relativ rasch sollte sich das Ganze dann auch lohnen. Knapp 6 Minuten waren im zweiten Drittel gespielt, da bediente Meier Fekete und der traf zum 4:1. Es sollte dann aber noch besser kommen, Feldkirch in Überzahl und sofort in der Formation. Abayev wurde freigespielt, der Legionär mit diesem Hammer, Abayev traf aber nur die Latte. Es blieb also beim 4:1 und plötzlich die VU mit 2 Mann weniger auf dem Eis. Schenach und Scheiber saßen draußen, die Slowenen somit in doppelter Überzahl. Diese Chance ließen sich die Gäste nicht entgehen und Sodrznik erzielte das 4:2. Erneut gaben sich die Montfortstädter aber keine Blöße, wieder hatte Feldkirch die richtige Antwort parat. Tomaszek setzte sich hier gut durch und erhöhte mit diesem sehenswerten Treffer auf 5:2. Bei diesem Spielstand ging es dann erneut in die Kabine. Auch das Schlussdrittel verlief nach dem Geschmack der Fans. Feldkirch ließ einfach nicht locker und erarbeitete sich weitere Treffer. Zuerst traf Novak. Wenig später machte Winzig mit diesem Backhand-Treffer den 7:2-Erfolg über Laibach klar. Ja, es war kein schönes Spiel, aber es war ein Pflichtsieg, wichtig, dass wir 3 Punkte geholt haben. Wir haben uns vorgenommen, dass wir dieses Wochenende 6 Punkte holen und sind wir auf dem guten Weg. Mhm.